Hallo, ich heiße Michael und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und ich bin der Besitzer von diesem Auto. Was ist das für ein Auto? Es ist ein Waldschrottauto. Wenn es gefunden war, war das Chassis von 1950 und die Karosserie ist von 1951. So, es ist wie zwei Autos. Zusammen? Ja, zusammen. Ein Sandwich. Ja, genau. Ja, es ist gigantisch. Wir kommen schon länger hier hin und es ist einfach das Event, wo man hingehen muss. Wenn man irgendwie einen uralten Käfer fährt oder Bus oder sonst was, dann muss man alle vier Jahre hier hin. Oder jetzt waren es mal fünf, aber das ist das Treffen überhaupt. We are Ronnie and Villas from Copenhagen, Denmark. And we are driving this 65 bus. And do you enjoy the event? It's very nice. It's the first time I'm here, but not the last time. Hi, ich bin Jan Philipp. Ja, das ist schön. Hi, ich bin Robert. Grüß dich, Robert und Co. Ja. Ich arbeite bei der DWZ, das ist die lokale Zeitung hier. Okay. Und ich mache einen kleinen Videobericht. Ja, mach doch mal. Vielleicht magst du mir erzählen, mit mir erzählen, wie ihr es findet in Hessisch-Ollendorf. Ja, super. Wir sind ja nicht das erste Mal hier. Nicht das erste Mal? Nein, wir sind schon ein paar Mal hier gewesen. Was habt ihr jetzt vor? Eine schöne Ausfahrt? Ja, wir wollen hier fahren, sicher. Bei dem Wetter? Ja, sicher. Perfekt. Ausfahrt. Mit was für Auto seid ihr unterwegs? Uvali Cabrio, Baujahr 56. Dann wünsche ich damit eine gute Fahrt. Ja, super, vielen Dank. Ja, gerne. Vorstellen, wer Sie sind, woher Sie kommen. Ja, ich bin der Roland Güde, ich komme aus Hahn in der Nähe von Düsseldorf und wir sind wie immer alle vier Jahre, beziehungsweise dieses Jahr ist ja fünf Jahre. Durch Corona gab es eine Verlängerung zum Treffen. Wir finden es immer wieder sehr schön. Und was das Schöne bei diesem Treffen ist, was die Familie Grundmann ja auf den Weg gebracht hat, dass der ganze Ort mitspielt, selbst der Pfarrer hat auch ein Auto in der Kirche. Ja, das ist super schön und das ist das, was das Treffen auch ausmacht, dass alle so Hand in Hand sind und keine falsche Stimmung aufkommt. Und hier stehen ja viele Werte von Autos und trotzdem kann man die stehen lassen, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben. Ja. Mit was für Auto sind Sie heute unterwegs? Ich bin heute mit einem VW-Bus T1, Baujahr 65 hier. Das Besondere ist, der hat Dachfenster und Schiebedach, heute unter dem Volksmund Samba-Modell bekannt, den wir auch schon seit 25 Jahren haben. Hallo, ich bin Jürgen Grendel aus der Nähe von Hamburg. Bin 240 Kilometer auf eigener Achse gefahren mit 30 PS Motor. Ich bin von Anfang an dabei mit verschiedensten Autos schon und es ist bedauerlich, dass es immer voller wird hier, aber das ist die beste Werbe natürlich. Bedauerlich, weil es so sehr unpersönlich wird mittlerweile. Also vor 20 Jahren war das alles ein bisschen kleiner, aber nicht minder interessant. Sie waren beim ersten Event auch dabei? Da war ich. Ich bin vor 25 Jahren schon hier gewesen. Wahnsinn. Ja, ungefähr 25. Also hat sich doch im Laufe der Jahre einiges verändert? Auf jeden Fall, ja. Aber auch zum Positiven? Immer. Mehr zum Positiven auf jeden Fall. Sie haben es noch, mit was für Auto sind Sie heute unterwegs? Das ist ein Dannhauer & Staus, Baujahr 53, weltweit noch 19 Exemplare. In Handarbeit hergestellt, also Kleinserie in Stuttgart. Und das Auto habe ich jetzt knappe 30 Jahre. Ich bin Jens Schrem, komme aus Gingen und bin 60 Jahre alt und fast schon Rentner. Mit was für Auto sind Sie heute hier unterwegs? Mit dem Fridolin. Warum ist der gelb? Gelb ist der, weil der von der Post ist. Ist also ein echtes Postauto? Das ist ein echtes Postauto, ja. Ja. Kannst mit offenen Türen fahren. Geht auch, ne? Ja. Denn gerade bei so einem Wetter? Ja, ist herrlich, ja. Wenn es nur weitergehen würde. Jetzt glaube ich, langsam geht's los. Ja. Dann wünsche ich gute Fahrt. Dankeschön. Hallo, ich bin Rainer Weibel. Wir sind hier in Hessisch-Oldendorf aus Neuss bei Düsseldorf. Und wie gefällt euch das Event? Das ist perfekt organisiert, super schön, tolle Leute, super Autos, wunderbar. Ihr habt auch ein besonderes Auto. Erklär mal, mit was ihr unterwegs seid. Wir sind mit einem Baujahr 1974er Fridolin hier für die Schweizer Post oder von der Schweizer Post. Und der ist halt ein bisschen anders als die anderen Fridoline. Der hat mehr Scheiben, einen stärkeren Motor, Scheibenbremsen, die Scheiben hinten, damit die, wenn die durch die Berge fahren, auch mehr sehen können. Der wurde halt in der genutzt, um Briefe auszufahren, aber auch einzusammeln und ja. Heute unterwegs in Hessisch-Oldendorf. Und heute unterwegs in Hessisch-Oldendorf, genau. Dankeschön.